Cyberport präsentiert das HP Pavilion 14 in der Version 14 CE 3355NG. Die HP Pavilion-Reihe steht für Notebooks, die besonders gut auf mobiles und produktives Arbeiten ausgelegt sind. Die neue Version 14 CE 3355NG verspricht einen besonders flachen und hochwertigen Look. Wie sich das Notebook in unserem Test schlägt, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Das Notebook ist im geschlossenen Zustand 32,7 cm breit, 22,6 cm tief und 1,8 cm hoch. Das Gewicht beträgt 1,6 kg. Der Bildschirm ist 14 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse arbeitet ein Intel Core i5 1035G1 Quad-Core Prozessor mit einem Grundtakt von 1 GHz und einem Turbo-Boost von maximal 3,6 GHz. Begleitet wird die CPU von 16 GB Arbeitsspeicher, der nicht erweiterbar ist. Zusätzlich wurde ein 32 GB großer Intel Optane-Speicher verbaut. Für Daten und Anwendungen steht eine 512 GB große SSD zur Verfügung. Starten wir mit dem Design. Durch die Metalloberfläche wirkt das HP Pavilion schlicht, aber hochwertig. Der Bildschirmdeckel zeigt das spiegelnde HP-Logo, das sich von der sonst matten Oberfläche abhebt. Klappen wir das Notebook über das durchgängige Scharnier auf, hebt der Displaydeckel die Basiseinheit hinten etwas an, was ein ergonomischeres Tippen ermöglicht. Mit einem Gewicht von 1,6 kg und einer Dicke von 1,8 cm ist das HP Pavilion recht leicht und schlank gehalten. Damit lässt es sich gut transportieren. Das Design kann bei uns punkten. Daumen hoch! Der Bildschirm ist 14 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln in Full HD auf. Die Bildpunktdichte beträgt damit 157 ppi, was bei Notebooks mittlerweile Standard ist. Bei der Farbraumabdeckung kann das Notebook mit einer nahezu 100%igen sRGB-Abdeckung überzeugen. Somit ist semi-professionelle Bildbearbeitung möglich. Auch die maximale Helligkeit kann sich mit etwa 370 Candela pro Quadratmeter für ein Notebook sehen lassen. In Kombination mit der entspiegelten Display-Oberfläche kann auch unter freiem Himmel gearbeitet werden. Ein sehr gutes Ergebnis. Kommen wir zur Performance. In unserem Testgerät kommt der 4-Kerner Intel Core i5 1035G1 zusammen mit 16 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Zwar ist hier nicht Intels neuester Prozessor an Bord, für produktives Arbeiten ist dieses Setup aber mehr als ausreichend. Durch den großen Arbeitsspeicher sind auch Aufgaben im Multitasking kein Problem. Mit der verbauten Intel UHD-Grafik sind zudem Spiele möglich. Allerdings sollten bei grafikintensiveren Games die Grafikeinstellungen reduziert werden, da keine dedizierte Grafikeinheit zum Einsatz kommt. Durch die 512 GB große SSD startet das Betriebssystem Windows 10 Home schnell. Zusätzlich ist im HP Pavilion ein 32 GB großer Intel Optane-Speicher verbaut, der Anwendungen, die häufig genutzt werden, speichert und somit schneller startet und ausführt. Dieses Feature ist für den alltäglichen Workflow ziemlich praktisch. Gut gemacht! Bei den Anschlüssen kann das HP Pavilion 14 punkten. Mit zwei USB-A 3.1 und einem USB-C 3.1 Anschluss, einem HDMI- und LAN-Port, einer Audiobuchse sowie einem vollwertigen SD-Kartenleser steht der Produktivität nichts im Wege. Für das kompakte Gehäuse wurde hier doch so einiges eingebaut. Digital stehen uns zusätzlich noch Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6 zur Verfügung. Wir haben nichts auszusetzen. Klasse gemacht! Nun zu den Emissionen. Die Lüfter sind im Idle sehr leise, unter Volllast drehen sie allerdings hörbar auf. Wer sehr geräuschempfindlich ist, könnte sich davon gestört fühlen. Die Temperaturen bleiben hingegen auf einem akzeptablen Level. Wir vergeben hier gerade noch ein Gut. Kommen wir zur Peripherie. Die verbaute Tastatur ist hochwertig verarbeitet und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Das Tippen ist nach einer kurzen Eingewöhnungszeit sehr angenehm, so dass auch längere Texte kein Problem sind. Angesichts des kompakten Formats wurde das Touchpad recht großzügig verbaut. Dadurch fühlt sich die Steuerung leicht und intuitiv an.
Der Fingerabdruckscanner am rechten Rahmen ist gut erreichbar und entsperrt das Betriebssystem schnell und sicher. Weil bei den Lautsprechern Experten von Bang & Olufsen am Werk waren, kann auch der Klang überzeugen. Lediglich die Bässe hätten für unseren Geschmack etwas satter klingen können. Die Position der Speaker ist ebenfalls gut gewählt, sodass der Klang nach oben gestrahlt wird. Insgesamt sind wir von der Peripherie überzeugt. Daumen hoch! Der Akku des HP Pavilion hält bei mittlerer Helligkeit und einer Mischung aus Surfen, Videostreaming und Office knapp 9 Stunden durch, was ein gutes Ergebnis ist. Ein ganzer Arbeitstag ist also kein Problem. Zur Aufladung dient das 45 Watt Netzteil. Auf das schnellere Thunderbolt 4 muss hier verzichtet werden. Dennoch gut gemacht. Unser Fazit. Das HP Pavilion in der Version 14 CE 3355 NG überzeugt mit einem hochwertigen Design, vielen Anschlussmöglichkeiten, einem farbechten, hellen Display und praktikabler Peripherie. Der Prozessor kann im Zusammenhang mit dem großen Arbeitsspeicher und dem Intel Optane-Speicher punkten, allerdings ist hier nicht die neueste CPU und auch keine dedizierte Grafik verbaut. Wer das verschmerzen kann und ein produktives Notebook für unter 900 Euro sucht, wird Freude mit dem HP Pavilion haben. Für das Gesamtpaket vergeben wir 4 von 5 Cyberstars.